Hallo Leute, wir spielen Judge Alliance 2 1.13. 1.13 ist ein Mod. Und zwar wurde der von der Community gebaut, um dem guten alten Spiel Judge Alliance von 99 ein paar neue Features mitzugeben. Ich glaube, die letzte Version, die von Judge Alliance 2 gereleased wurde, war die Version 1.1.12. Und die Community dachte dann, hey, wir müssen Judge Alliance noch ein bisschen, oder Jagged Alliance, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ich sag einfach Judge Alliance. Wir müssen da noch ein paar Features einbauen, wir müssen irgendwie das Spiel noch geiler machen und noch ein bisschen verändern. Wir brauchen irgendwie mehr Söldner und wir brauchen mehr Waffen und wir brauchen eine bessere Spielmechanik und irgendwie müssen die Gegner mal ein bisschen besser werden. Ja, und das wurde hier realisiert mit der Version 1.13. Und die wollen wir spielen. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Mehrspielerspiel zu spielen. Das habe ich noch nie ausprobiert. Ich weiß auch gar nicht recht, wie es geht. Wir gucken mal hier in die Einstellung. Ich glaube, das ist vom Ton her schon ganz gut eingestellt, so dass man mich trotz der Musik im Hintergrund gut hören kann. Man kann hier irgendwie zahlreiche Sachen einstellen, die man beim normalen Judge Alliance noch nicht einstellen konnte. Lass es gut sein. Ja, wir wollen einfach direkt einsteigen. Und hier stellen wir jetzt erstmal ein, welchen Schwierigkeitsgrad wir haben. Einsteiger, Profi, alter Hase oder wahnsinnig. Also ich habe ja schon öfter mal Judge Alliance gespielt. Und auch die 1.13er Version habe ich schon mal gespielt. Aber ich habe ja nie durchgespielt. Von daher bin ich wahrscheinlich noch kein alter Hase, aber sicherlich ein Profi, was hier irgendwie die Normaleinstellung zu sein scheint. Dann gibt es die maximale Anzahl der BSE-Charaktere. Irgendwie kann man hier sogar 6 erstellen und nicht nur einen, wie im Originalspiel. Ich lasse es mal auf 6, weil vielleicht kann man ja mehr gebrauchen. Fertigkeiten, klar, wollen wir auch neue Fertigkeiten haben. Spielmodus machen wir Sci-Fi. Da gibt es dann noch so eine, irgendwie, ein paar Sci-Fi-Waffen und eventuell auch so ein Monsterangriff. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob der hier wirklich eingebaut ist in Judge Alliance 2.1.13. Extra schwer machen wir nicht. Die Anzahl der Touristen, da nehmen wir alle rein. Es gibt eine Mission, eine Quest in Judge Alliance selbst. Da kommt ein Charakter auf einen zu und der möchte, dass man Terroristen im Land sucht, findet und tötet und ihnen den Kopf bringt, also wirklich mit einer Machete den Kopf abtrennt und dem zu diesen ja, zu diesem Charakter hinbringt und dafür bekommt man dann ein Kopfgeld im wahrsten Sinne des Wortes. Bobby Rays Waffenauswahl lassen wir auch mal auf Standard. Den Fortschritt der Waffenwahl lassen wir auch auf Standard. Also Bobby Rays ist so ein Laden, das werden wir auch gleich sehen, wenn wir losspielen. Da kann man später Waffen bestellen. Und die Fortschritt der Waffenwahl lassen wir auch auf Normal. Das ist die Einstellung, wie schnell die Gegner bessere Waffen bekommen. Tote Gegner lassen alles fallen, lassen wir, oder habe ich es hier übersehen, das lassen wir natürlich auf Neu, weil wir wollen die neuen Features natürlich nutzen. Tote Gegner lassen alles fallen, lassen wir aus, weil sonst geht ein bisschen Überraschung verloren, weil irgendwie jeder Gegner alles fallen lässt, was er dabei hat, und dann bekommt man irgendwie 1000 Pistolen und 1000 Kevlar-Westen und ja, irgendwie geht da ein bisschen die Überraschung flöten. Zusätzliche Waffen wollen wir natürlich haben und geheime Waffenlager lassen wir irgendwie zufällig spawnen, ja. Und dann spielen wir doch direkt los. Wir starten auf unserem MacBook Pro und können hier direkt geile Grafik, hier Photoshop öffnen und Sachen bauen. Nee, natürlich nicht. Das ist hier irgendein alter Rechner mit SurOS. Kann sein, dass es das tatsächlich gab. Auf jeden Fall ist das Spiel ein kanadisches. Vielleicht ist es ja irgendwie ein kanadisches Betriebssystem, was es tatsächlich immer gab.
Vielleicht aber auch nicht. Ja. Wir gucken mal erstmal in unsere E-Mails. Hier kriegen wir erstmal eine Information, dass die BSE, wie wir die BSCE-Söldner ausbilden können. Und hier gibt es hier hinten auch eine wichtige Passage, und zwar, dass der Aktivierungscode, wie der Aktivierungscode der Webseite lautet, dass wir da drauf kommen, um eben unseren eigenen Söldner zu erstellen. Ansonsten haben wir noch ein paar andere Mails von unserem Auftraggeber Enrico. Der Enrico ist, das ist Enrico Schibaldori, und der wiederum ist lustigerweise der Ehemann von der Herrscherin des Landes, das ich befreien soll. Und er möchte, dass die Frau gestoppt wird und dass die Menschen im Land wieder befreit werden. Wahrscheinlich damit er seine eigene Diktatur aufbauen kann. Das ist uns aber egal, wir sind ja skrupellose Söldner und das geht uns gar nichts an und wir sind hier nicht nett und so. Ja, auf jeden Fall ist es wahrscheinlich so eine, eigentlich nur so eine Beziehungskiste, der will, dass die Frau vom Thron geschubst wird. Haha. Ja, wer weiß. Außerdem haben wir eine E-Mail, dass wir vom Aufklärungsdienst, dass wir hier irgendwie Dateien erhalten haben. Da kann man hier auch mal draufklicken. So sieht es dann aus. Ja, nichts Besonderes. Da kann man ein bisschen was über Arulco erfahren. Kann man jede Menge lesen. Hier ist Andreas Schibaldori. Oh, die Hochzeit. Ha. Zwischen Date Runner und Enrico. Wie romantisch. Guerillakrieg. Ja, ja. Okay, wir haben keine Söldner. Wir haben 35.000 Geld von Enrico bekommen, womit wir den Auftrag erfüllen sollen. Das ist ja nicht so viel. Und als erstmal müssen wir hier, als erstes in unserem Logbuch steht, dass wir einen Brief bei Miguel abgeben müssen. Dann gucken wir doch gleich mal, was dieses BSE angeht, dass wir unseren eigenen Söldner generieren. Ich gebe hier mal diesen Geheimcode ein. Und beginne gleich mal. Der Söldner soll heißen Chris Nane. Das ist nämlich mein anderer Nickname. Spitzname passt hier mitgezwitschert leider nicht hin. Deswegen schreibe ich nur Chris. Geschlecht männlich. Das wird so mein alter Ego, dieser Charakter. Jetzt definiere ich hier noch sein Aussehen. Ich nehme natürlich was, was mir möglichst ähnlich sieht. Das wäre eine Möglichkeit. Der sieht mir auch sehr ähnlich. Der auch. Der auch. Deshalb nehme ich den. Für die ist die Eieruhr abgelaufen. Okay, das klingt seltsam. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Eigentlich ganz okay. Zeit, den Müll rauszubringen. Auch sehr creepy. Ich nehme die zweite Stimme. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Ja, ich möchte Normalstatur, weil so Rasierklinken und unter den Armen muss ich jetzt nicht haben. Klingen, nicht klinken. Haarfarbe, okay. Hose nehme ich mit Blue Jeans. Sonst passt das schon. Charakter. Ja, hier kann man einstellen. So verschiedene Vor- und Nachteile. Das könnt ihr euch alles durchlesen, wenn ihr das mal selber spielt. Da kann man erstmal viel vorlesen. Und alles hat irgendwie so seine Vor- und Nachteile. Ich möchte, dass dieser Söldner quasi mein Führungscharakter wird. Da würde sich eigentlich selbstsicher anbieten, weil der kann dann gut mit anderen Menschen reden. Passen würde aber auch phlegmatisch, weil er dann gut Milizen ausbilden kann. Ich glaube, ich nehme selbstsicher. Schwächen hat er keiner. Natürlich nicht. Und ich mache ihn hier zum Scharfschützen. Da gibt es halt Boni auf Gewehre und Scharfschützengewehre und sowas. Das ist cool. Ja, und ansonsten soll er noch ein Nachtmensch sein. Dass er eben gut im Dunkeln kämpfen kann. Davon braucht man auf mindestens einen. Hier kann man jetzt noch die Eigenschaften vergeben. Ich stelle mal hier Medizin und Technik runter, weil das brauche ich nicht unbedingt. Dann kann er zwar nicht heilen und kann auch nicht reparieren.
Aber das ist nicht so wild. Sprengstoff ist relativ wichtig. Das kann ich nicht auf Null stellen, weil dann kann ich nicht mehr. Kann ich keine. Wie heißt es? Ich kann keine Minen mehr erkennen. Kann sogar das auf Null stellen. Gesundheit auf Null? Geht nicht. Treffsicherheit auf Null? Wäre witzig. Naja, also Führungsqualität soll natürlich nicht so niedrig sein. Am besten relativ hoch. Treffsicherheit auch sehr hoch. Weisheit auch sehr hoch, damit er schnell lernt. Was auch noch. Ja, die muss ich ja alle irgendwie so im Mittelfeld ansiedeln. 70 Gesundheit wäre schon nicht schlecht. Beweglichkeit, nehme ich mal 55. Kraft sollte auch relativ hoch sein, damit er viel Dinge transportieren kann. Gesundheit noch höher. Na, ich mach das mal so. Okay. Führungsqualität sollte eigentlich auch auf Maximum sein. Stelle ich nochmal 70 und Führungsqualität auf Maximum. Damit er eben gut Leute anquatschen kann. Okay, gut. So lasse ich den. Fertig. Einmal 3000 Dollar. Bang. Jetzt gibt es hier noch so eine Auswertung über ihn. Kann man sich auch durchlesen. Er ist halt eine coole Sau, steht da bestimmt drin. Und ich brauche doch mindestens einen weiteren Söldner. Am besten zwei. Drei Söldner ist, glaube ich, für den Anfang ganz gut. Da gucke ich mal bei AIM rein. Das ist so die Söldnerorganisation und ich muss mindestens 18 sein, um. Und nicht geisteskrank, um hier Söldner zu bestellen. Das wird aber auch nicht irgendwie abgeprüft. Okay. Ich nehme am Anfang immer gern Shadow oder Ivan. Ich glaube, ich nehme Ivan, weil der ist ein bisschen günstiger. Was gibt es denn hier für Auswahlmöglichkeiten an Waffen? Das ist aber teuer. Ich lasse die Grundeinstellung. Das ist halt auch neu, dass man hier mehrere Waffenkits auswählen kann, wie der ausgestattet sein soll. Jo. Und kontaktiere ihn. Ivan Dolvich? Lange? Wie lange? Eine Woche reicht erstmal. Oh, da ist mein Gut, Geld schon ich hoffe, flöten. das nicht wird Albtraum. Der ist halt so ein Hansdampf in allen Gassen. Der kann alles ziemlich gut, außer Technik, Sprengstoff und Medizin. Ja, und deswegen ist er ein guter Söldner. Ja, einen weiteren Aim-Söldner kann ich mir fast gar nicht leisten. Höchstens einen ganz billigen wie Bull. Bull ist gut im Verprügeln von Leuten. Der hat viel Gesundheit und viel Kraft. Michael ist ein ganz guter Arzt mit viel Weisheit auch. Bull hat nicht viel Weisheit. Weisheit bewirkt halt, dass Leute schnell lernen. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Dr. Michael Dawson? Den Wie lange könnte soll ich der mir nicht mal Vertrag mehr laufen? leisten. Wenn ich die Ausrüstung nicht mitkaufe, könnte ich ihn mir leisten. Ja, das ist aber doof, weil ich brauche die Ausrüstung. Wenn ich ihn haben will. Ne, ich komme, glaube ich, nicht drum rum, mir noch einen zweiten BSE-Söldner zu erstellen. Ja, und jetzt soll es natürlich eine Frau sein, damit wir auch eine Frau im Team haben. Ich nenne die Joyce McMarron. Spitzname ist Joy.
weiblich. Das. Sie sind die finde ich schick. Jetzt wird's lustig. Es gibt Ärger. Okay, quetschen wir die Partikel aus. Boah, creepy, ey. Nein, ich nehme auch die zweite Stimme. Warum kann ich hier nicht muskelbepackt einstellen? Ist, glaube ich, gut so. Ja, auch hier den Charakter einstellen. Ich nehme dieses Mal phlegmatisch, weil das soll meine Ausbilderin von Milizen sein. Und das kann die hier ganz gut, wie man das sehen kann. Die ist gut im Ausbilden von Milizen. Ja, Schwächen hat sie natürlich auch nicht. Meine Söldner sind super toll. Und ich nehme Gruppenführer, die bewirkt, dass alle anderen Einheiten in der Nähe quasi... Also die Gruppenführung bewirkt halt, dass alle Einheiten in der Nähe verstärkt werden. Und sie ist natürlich Ausbilderin, weil ich mit ihr Einheiten ausbilden möchte, wenn ich neue Städte eingenommen habe. Jo, hier kann ich noch die Eigenschaften einstellen. Das hatte ich schon gezeigt, wie das bei dem ersten Söldner geht. Und ich brauche ein relativ hohes Anfangslevel, weil das Anfangslevel ist wichtig, um... Medizin auf 0 ist natürlich doof, weil sie auf Patientenbetreuung schon ganz gut ist. Treffsicherheit muss auch hoch sein. Reicht mir auch 75. Weisheit muss aber Maximum sein, unbedingt. Schnelles Lernen. Gesundheit muss auch relativ hoch sein. Kraft 55 Minimum. Geschicklichkeit muss eigentlich auch auf diesem Level sein. Oh, das packe ich noch nicht mal mehr. Gehe ich mal runter auf 50-50. Also sie brauchen ein hohes Anfangslevel, weil ihr Gruppenführerbonus eben nur auf Söldner mit niedrigerem Anfangslevel funktioniert. Und Ivan hat zum Beispiel auch 4 und ist damit schon gleich auf, aber Chris hat nur 1 und bekommt dann ihren Bonus zu spüren. Okay, ich stelle sie so ein. Fertig. 3000. Super, ich habe neue E-Mails. Ja. Zweiter Söldner fertig. So, jetzt kann ich im Logbuch sehen, dass ich hier irgendwie BSE-Söldner angeheuert habe und Ivan Dolvich. Jetzt kann ich mal gucken, wie die so drauf sind. Er ist Scharfschütze und Nachtmensch. Und hat dementsprechend ein Nachtsichtgerät. Und ein Zielfernrohr. Nett. Ivans Ausrüstung kennen wir ja schon. Und Joyce Ausrüstung. Hat ein Headset. Als Führungsoffizierin. Und auch ein Gewehr auf jeden Fall. Das ist auch gut. Zugführerin und Ausbilder. Was ist er eigentlich? MG-Schütze, Grenadier und Kampfsportler. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schwächen haben sie alle keine. Ja. Bei AIM gibt es hier noch so Links. Und zwar auf Bobby Race. Da können wir später die Waffen kaufen. Da ist die Waffenauswahl ausgezeichnet. Dann. Es gibt ein Bestattungsunternehmen, da kann man Blumen kaufen. Ganz toll. Zurück. Home. Okay. Ach nee, es gibt ein Bestattungsunternehmen und einen Florist. Ja, das Bestattungsunternehmen kann leider nicht arbeiten, weil es einen Todesfall in der Familie gab. Ja, sehr traurig. Es gab noch einen weiteren Link. Und zwar Versicherung. Also man kann noch zusätzliche Versicherungen abschließen,
falls Söldner sterben, bekommt man dann eben Geld. Ich glaube, man kann auch einen Kredit aufnehmen. Aber Versicherung werde ich nicht abschließen, glaube ich. Weil Söldner sterben bei mir nicht. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil ich entsprechend speichern werde. Ich werde mir nicht mit ansehen, wie meine Truppe stirbt. Ja, bei AIM kann man hier noch ziemlich viel lesen. Und zwar auch die Geschichte der AIM, wie alles begann. Dann hier so die Insel Metavira. Ich glaube, das hat auch was mit dem ersten Spiel zu tun, Jagged Alliance 1. Aber ich habe Jagged Alliance 1 nicht gespielt. Nie gespielt. Gründungsdatum 96. Das sagt der Gründer. Gastaubels ist irgendwie der beste Söldner. Das ist der hier vorne. Gas. Der ist, also der kann wirklich alles, fast alles super gut. Und hat dazu noch eine super geile Ausrüstung hier. Krasse Waffe. Geht sogar noch teurer, Maschinengewehr. Und es gibt Riegeln? Ja, den stimmen wir natürlich zu. Okay. Und es gibt hier noch so eine Veteranengalerie von Söldnern, die früher mal zu AIM gehörten und die man teilweise auch in Jagged Alliance 1 anheuern konnte. Und einige treten oder einige kommen halt hier im Spiel auch wieder vor. Zum Beispiel hier Speck und Biff, glaube ich. Ja, auch der Hamus kommt später wieder vor. Okay. Ja, dann wollen wir einfach mal diesen Teil abschließen und mal gucken, was uns auf unserer taktischen Karte hier so erwartet. Jetzt haben wir zumindest schon mal den ganzen Bildschirm ausgefüllt und haben nicht mehr nur diesen kleinen Laptop. Das ist die Karte von Arulco, die hat sich nicht geändert. Wir haben unsere drei Söldner und starten in Omerta, wo wir quasi mit dem Hubschrauber abgesetzt werden würden. Und da würden wir jetzt loslegen, wenn wir weiterspielen. Ich möchte aber hier an dieser Stelle abspeichern. Und suche mir mal hier so einen Slot in der Mitte aus, dass ich die nicht verwechsle mit dem alten Spielstand. Und nenne es mitgezwitschert. Sichern. Und ich danke euch fürs Zusehen. Wir haben jetzt erstmal den Einstieg geschafft, die ersten Söldner angeheuert und im nächsten Let's Play kann es dann endlich losgehen mit dem ersten Gefecht und darauf freue ich mich schon. Und ich freue mich natürlich auch, dass wenn ihr wieder zuschaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.